inklusive Schule ist ein Haus der Vielfalt. Das werde ich dem Späßle sagen und allen Kultusministern, die es immer noch nicht begriffen haben. Inklusion ist nicht Einheitsbrei, sondern ein Haus der Vielfalt, ein Haus der Heterogenität. Und diese Vielfalt äußert sich in dreierlei Hinsicht. Die Kinder sind vielfältig, dann muss natürlich auch der Unterricht vielfältig sein. Und zu der Vielfalt der Unterricht, wenn man den exekutieren will, braucht man eine Vielfalt der Pädagogen. Und diese drei Säulen, die gehe ich mit Ihnen jetzt peu à peu durch. Bei Herbert können Sie, Sie können sich erinnern, der hat gesagt, die Verschiedenheit der Köpfe ist das große Hindernis aller Schulbildung. Die Inklusion sagt genau das Gegenteil. Inklusion ist bejahte und gewollte Heterogenität. Das ist kein Segen, kein Fluch. Celebrate diversity, das heißt, wir feiern Unterschiedlichkeit. Wir gehen nicht jeden Tag in eine münsterländische Kneipe essen, sondern mal zum Griechen, mal zum Chinesen und. Unterschiedlichkeit ist was Feines. Das ist der Ausgangspunkt einer inklusiven Schule. Und zwar äußert sich die Unterschiedlichkeit zunächst, wie ich eben schon sagte, in der Unterschiedlichkeit der Kinder. Jedes Kind ist was Besonderes. Jedes Kind ist einmalig. Jedes Kind ist individuell. Jedes Kind ist einzigartig. Jedes Kind ist besonders. Alle Kinder sind besonders, nicht nur die Behinderten. Das ist wieder diese Zweiteilung im Kopf. Es gibt normale und besondere Kinder. Alle Kinder ohne jegliche Ausnahme sind besonders. So wie es hier im Saal auch nicht zwei Menschen gibt, die den gleichen Fingerabdruck haben, so gibt es nicht zwei gleiche Kinder. Gibt es nicht. Und weil es nicht gleiche Kinder gibt, können wir die auch nicht über einen Kamm scheren. Wichtige Dimensionen, in denen sich die Kinder unterscheiden, sind, ist das Geschlecht. Junge und Mädchen ist was Verschiedenes. Sie unterscheiden sich nach Ethnien, nach Begabungen, die schwerst mehrfach Begabten, die schwerst mehrfach Behinderten. Sie unterscheiden sich nach sozialer Herkunft und sie unterscheiden sich nach Alter. Und alle diese verschiedenen Momente müssen wir berücksichtigen. Das ist die Ideologie, die wir 200, 300 Jahre lang gepflegt haben. Wir haben immer geglaubt, wir haben eine homogene Jahrgangsklasse. Alle in Reihe und Glied, alle das gleiche Gesicht und folglich kann ich auch mit denen genauso umgehen. Und wir müssen uns auch ein wenig trennen davon, dass wir die Menschen in Schubladen packen. Da sind wir Weltmeister. Was es nicht alles gibt. Es gibt Autisten, es gibt Zigeuner, es gibt Migranten, es gibt Lernbehinderte, es gibt Körperbehinderte, Blinde und die haben wir alle in ein Kästchen gepackt, plumps, da sind sie drin. Und wenn sie in diesem Kästchen drin sind, dann glauben sie, dann kennen wir die Kinder schon. Nein, in jedem Kästchen gibt es noch wieder Unterschiede. Dieses Sortieren von Kindern passt nicht zur Inklusion. Dieses Bild habe ich nochmal aufgenommen an einer Hamburger Grundschule. Knabenschule, Mädchenschule. Das haben wir mal gemacht. Ich gehöre ja schon zum älteren Jahrgang hier. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, wie es hier in Nordrhein-Westfalen einen Schulkampf gab, katholische Schule versus evangelische Schule. Das hat es hier mal gegeben. Haben wir noch. Das haben wir in der Also wenn heute ein Politiker herkommen würde und sagt, wir wollen wieder Jungenschule und Mädchenschule haben, dann würde man sagen, sag mal, hast du es nur alle? Das kann man sich nicht mehr vorstellen. Haben wir. Aber so wie in der Regel, ich denke, die Mehrheit der Bevölkerung hält das für totalen Quatsch, Jungenschule und Mädchenschule. Und ich hoffe mal, dass wir in 30, 40 Jahren uns darüber wundern, dass man einmal Sonderschulen hatte. Man muss die Kinder nicht sortieren, sondern wir haben es gemacht. Erster Punkt also, Vielfalt der Kinder. Die Kinder sind unterschiedlich. Zweiter Punkt, Vielfalt des Unterrichts.